Die Finanzmärkte befinden sich seit Jahresbeginn in einer starken Korrekturbewegung nach unten. Kleinkapitalisierten Aktien haben in diesem Umfeld markant mehr verloren wie die großkapitalisierten Werte. Substanzaktien waren jedoch klar im Vorteil gegenüber den Wachstumswerten. Auslöser für die Börsenbase sind die weltweit steigenden Zinsen, herbeigeführt durch die außerordentlich hohen Inflationsraten. Anhaltende Lieferengpässe an den Beschaffungsmärkten sind der Grund dafür. Diese wurden verstärkt durch die unveränderte Corona-Politik in China sowie dem schrecklichen Krieg in der Ukraine. Die Risiken, dass die Welt in eine Rezession abdriftet, nehmen zu. Der AMG Substanzwert Schweizer Fonds hat in diesem schwierigen Umfeld ebenfalls korrigiert. Im relativen Vergleich aber eine markante Überperformance erzielt und damit seine Aufgabe erfüllt. Wir haben begonnen, unser Portfolio im ersten Halbjahr 2022 strategiekonform umzugestalten. Von Aktienpositionen, von welchen wir nicht mehr überzeugt sind, haben wir uns getrennt. Solche, welche in der Gewichtung zu hoch sind, haben wir reduziert. Vollständig getrennt haben wir uns von IVF Hartmann. Die Position in Cosmo Pharmaceuticals wurde deutlich reduziert. Neu ins Portfolio aufgenommen haben wir Bell Food Group, APG, Cembra Money Bank, Valora sowie als Opportunitätswert lastminute.com. Gemäß unserer Strategie beschränken wir das Positionsgewicht in unserem Fonds auf rund 5%. Zudem wollen wir unsere Portfolio neu auf 30 bis 35 Titel ausbauen, um die Risiken zu reduzieren. Strategie und Philosophie des Fonds bleiben aber unverändert. Wir sind daran, den Fonds noch stärker auf Substanzaktien auszurichten. Ein geringer Anteil an Wachstumsaktien und Opportunitätswerte ist für das notwendige Salz in der Suppe besorgt. Der geringe Anteil an Wachstumswerten wie VT, Bossart und Also haben im ersten Halbjahr am stärksten korrigiert. Das war aber zu erwarten. Fels in der Brandung waren Galenica, Plaza, DKSH, Villas, Jungfraubahn, Cham Group und Vodouas. Im gegenwärtigen Umfeld sind Substanzwerte die Werte, welche das Rennen machen. Wir sind mit einem geringen Anteil an Wachstums- und Opportunitätswerte, aber auch hinreichend positioniert, um von einer Gegenbewegung profitieren zu können. Wir werden die Portfolio-Schärfung im AMG Substanzwerte Schweiz Fonds im zweiten Halbjahr konsequent weiterführen. Unser Ziel ist unverändert. Wir wollen unsere Investoren langfristig eine ansprechende Rendite bei angemessenem Risiko gepaart mit einer attraktiven jährlichen Ausschüttung unabhängig vom Börsenumfeld bieten. Thank you.